Am Anfang dachte ich, das wird schwer, jetzt neue Freunde zu finden. Eigentlich hatte ich anfangs nicht so Bock auf so ein Thema. Ich wollte einfach nur meine Jugend feiern haben. Ich würde Synchronsprecherin werden, weil ich gerne meine Stimme verändere. Es ist wie Schule für Erwachsensein. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie andere das machen. Naja, man findet halt so Gemeinsamkeiten heraus. Das ist eben toll, sich auszuleben. Man bekommt halt mit, dass es nicht immer so ist wie in Büchern. Musik angemacht und dann haben wir halt gemalt. In Zukunft möchte ich auf jeden Fall mal mindestens in einem Club aufgelegt haben. Etwas in Bildern ausdrücken zu können. Also es macht mich schon glücklich, meinen ersten Song produziert zu haben. Ist für mich schon wichtig. Wir hatten Freiheit, durften eigentlich machen, was wir wollen. Aber natürlich sollten wir schon etwas schaffen. Und wenn du ein Bild versaust, kannst du ein neues Blatt nehmen. Beim Leben eigentlich nicht. Erwachsen werden bedeutet, auch in unendlicher Weite ein Ziel zu haben. Das Vorbereitungsprogramm der Jugendfeier sollte ein Wegweiser sein und den Jugendlichen als Türöffner dienen. Durch diese Tür in dieser Erwachsenenwelt muss man erstmal gehen. Und da denke ich, muss jeder Einzelne, jeder Jugendliche seinen Schlüssel finden, um durch diese Tür erfolgreich gehen zu können. Diese Tür, die wir da hatten, die war sehr blöd aufzukriegen, weil ich dachte, ich bin jetzt eingesperrt dort. Im Moment ist das so ein bisschen so peinlich, weil die alle so angucken und sagen, du hast so eine hohe Stimme. Und eigentlich ist es auch toll, die Stimme zu hören, weil man dann weiß, okay, das hat man geschafft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Um etwas zu schaffen, muss man sich selbst und auch anderen vertrauen können. Das konnten die Jugendlichen bei den jungen HumanistInnen ausprobieren. Generell ist es nicht so, dass ich jemandem sofort vertraue. Ich fand das Kommunizieren eigentlich am wichtigsten. Jetzt habe ich es halt gelernt, dass wenn man wirklich was schaffen will, auch wirklich kommunizieren muss. Und ihr müsst als Team zusammenarbeiten, ne? Also hier muss halt schon Platz sein. Das Bild, ein Zusammentreffen von Natur und Stadt. Dann ist mir einfach mal aufgefallen, dass man ja auch mal zwei Malstile kombinieren kann mit normalen Farben, mit Pinsel und zum Beispiel Kohle. Dann habe ich das einfach mal kombiniert und es sah dann eben viel besser aus, als man sich eigentlich vorgestellt hat. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich später machen will, aber Musik wäre halt eine Möglichkeit. Dann habe ich halt viele Sachen erlebt und kann mir auch jetzt so vorstellen, wie ein Musikproduzent arbeitet. Sich die Welt und ihre Möglichkeiten vorstellen zu können, das war Ziel und Sinn vieler Projekte der Jugendfeier. Hier konnte man sich erproben, aber auch dem eigenen Berufswunsch näher kommen. Wichtig dabei war, Spaß zu haben. Aber es ging auch darum, die Realität kennenzulernen, ohne die eigenen Träume aus dem Fokus zu verlieren. Ich habe da vielleicht schon Berufswünsche, die halt eigentlich nur schwer in Erfüllung gehen können. Es kann nicht jeder Astronaut werden. Mich interessiert das Weltall einfach, weil die Sternbilder finde ich auch sehr schön. Schwerelosigkeit interessiert nicht, weil da man halt durch den Raum schwebt und keinen Kontakt zum Boden hat, es sei denn, man stößt gerade dagegen. Ich finde, Spaß gehört zum Leben dazu. Den braucht jedes Kind, jeder Mensch, jeder Erwachsene. Spaß ist keine besondere Regel. Da gehört Freiheit dazu oder was Neues ausprobieren, so wie das Manga-Zeichen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mit all den Projekten, die wir anbieten, wollen wir natürlich die Neugier der Jugendlichen wecken, die Neugier aufs Leben, auf ihren Weg ins Erwachsenwerden. Es gibt viele, die dann wirklich noch länger bleiben, die dann das für sich entdecken. Die eigenen Fähigkeiten entdecken, den nächsten Schritt ausprobieren, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen. Was heißt das eigentlich? Naja, man hat mehr Pflichten auch. Es hat was mit auf einen anderen verlassen zu tun und die Verantwortung heißt, dass man etwas einhalten muss. Zum Beispiel ist nur noch 10 Minuten, man muss noch die ganze Strophe singen. Dann haben die anderen irgendwie schon so ein bisschen komisch geguckt, ja, wenn es jetzt nicht schafft, dann ist es halt auch so auf der CD. Es ist auch für junge Menschen eben wichtig, sich zu entfalten. Es ist wichtig, seine Meinung auch äußern zu können. Weltreligionen, die haben ja so viele Vorschriften und vielleicht will man das gar nicht sagen. Wenn man seine Meinung sagt, dann ist man eigentlich schon relativ mutig. Ich habe zum Beispiel auch eine Botschaft in meinem Bild, dass heutzutage der Mensch die Natur kontrolliert und nicht mehr die Natur den Mensch. Ich will einfach frei sein. Ich hätte auch schon Lust, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und das wäre auch in der Schwerelosigkeit zum Beispiel so, dass man dann auch mehr Sport machen müsste, weil sich sonst die Knochen zurückbilden. Ich möchte auch schon dann selbstständig sein, das alles in den Griff bekommen. Aber
es ist halt nicht gesichert, dass das klappt. Ja, eigentlich macht man ja sehr viele Fehler im Leben, aber man muss auch darüber stehen. Man fängt natürlich klein an, wird dann immer größer. Und diese Jugendfeier ist für mich jetzt ein sehr großer Schritt. Es ist ein Schritt in die nächste Altersstufe, in das nächste neue Leben quasi. Und ab da werde ich dann ein kleiner Erwachsener sein. Und das würde mich schon sehr freuen, ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt vom Erwachsenwerden Angst haben muss oder so. Neues Kapitel. Ja, neues Kapitel vom Buch, theoretisch. Und ich fand auch schön, dass ich diesmal Eltern hatte, die so gut mitgezogen haben. Also das auch als Chance genutzt haben, ihren Kindern auf diesem Weg beizustehen. Bei den meisten sieht man schon, dass die diese Hilfe wollen, dass die dann auch auf einen zukommen und Fragen stellen, aufgeregt sind, wissen wollen, was überhaupt auf sie zukommt im weiteren Erwachsenenleben. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es ablaufen wird und wie man sich dann fühlt. Was kommt da auf uns zu?